Und damit willkommen zu der Arena Latterburg. Diesmal geht es um den Champ-Kampf. Einmal haben wir Pia gegen Akira, also Pascal Rose Asche gegen Nero Gamer. So, wer diesen Kampf gewinnt, wird Champ sein. Das steht schon mal fest. So, Pia hat dabei ein Capufala, dann Impergator, Mammutel, Florgis, Mega Bibor und ein Rotom mit der Hitzeform. Akira hat dabei ein Dimeteros, dann Tentantel, Hydreigon, Blitzer, Felinara und auch ein Mega Bibor. Ja, Tarnsteine. Ja, Akira fängt an mit dem Demeteros, um Tarnsteine zu legen. Tentantel kann auch, die könnte vielleicht auch Tarnsteine legen oder Stachler oder sowas. Und das wird auf jeden Fall Bibor gut treffen und das Rotom. Auf der anderen Seite ist halt Capufala super gefährlich. Und Impergator nach einem Drachentanz. Ja, und ja, Mega Bibor ist halt immer gut wegen Kehrtwende, ist halt super schnell, outspeedet fast alles. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns mal an, wer Champ geworden ist. Entweder Pia oder Akira. So, wir sehen Gaia in dem Meisterball. Was wird Gaia machen? Da kommt Capufala. Und Capufala sollte ein Erdbeben noch tanken. So, Psycho-Erzeuger. Das heißt, was heißt es nochmal? Heißt das jetzt, dass Capufala schneller ist? Ja doch, eigentlich schon. Ja, Psychokinese. Wir wissen nicht, ob es die Wahl hat oder nicht. Aber der Damage, tja, ist tödlich. Da kommt Hydreigon. Vielleicht ist Capufala auch gewahlglast. So, Capufala geht zurück. Will keine Lichtkanone oder sowas abkriegen. Da kommt ein Fairy. Aber wir sehen erstmal die Kehrtwende. Okay, also Prios funktionieren hier nicht. So, jetzt kommt wer rein? Maya. Das ist Bibor. Tja. Und dieses gute Bibor kann jetzt mit dem Gift-Hieb das Ding rausnehmen. Aber hier geht raus. Geht selber aus dem Killer-Bee. Okay. Killer Bee hat in der Normalform, glaube ich, etwas mehr physische Defensive. So, Gifty kommt, macht. Boah, ja. Fast One-Hit. So, jetzt gehen beide in das Speed-Teil. So, wer ist schneller? Wer hat das harte Wesen? Wer hat das große Wesen? Und das und Killer Bee. Wir anscheinend den Speed-Teil und Walter macht super viel. Sind beide bei gleichen KP ungefähr. So, da kommt KK Rool. Kommt jetzt der Gift-Hieb? Ne, da kommt die Kehrtwende. Auch das macht sehr viel Damage. Jetzt kann sich KK Rool nicht mehr so gut hochboosten mit dem Drachentanz. Ja, jetzt kommt Uranus. Und das kann wahrscheinlich Donnerwelle, Blattgeißel, sonst irgendwas. Finisher. Ja, ob das so richtig war. Und der Beulenhelm. Und die Tarnsteine, die sind ganz bitter. Jetzt wird Mega Bibor wahrscheinlich nicht mehr so leicht reinkommen. So, kein Psychofeld. Was macht KK Rool? Haut den Eishieb raus. Ja, und KK Rool nimmt sich selber raus. Egelsamen, gut. Da kommt der Backofen. So, Backofen kann vielleicht Auflockern drauf haben. Wir sehen Schutzschild. Und wir sehen erstmal den Volt Switch. Hat sie der Hydreigon predicted? So, Prince. Ja, Prince wird alles tanken. Und was macht Pia? Geht auf Voltwechsel. So, jetzt sehen wir leider wieder Tarnsteinschaden. Da kommt I Am Fairy. Und jetzt kann I Am Fairy eigentlich ja, Toxin drücken. Mondgewalt ist nicht so der Play. Das sollte nicht allzu viel Schaden machen. Okay, I Am Fairy gegen Prince. I Am Fairy benutzt auch locker. Das ist wichtig.
Was macht Prince? Das Toxin. Ja, hat ein Feld auch noch das die Vitalglocke drauf. Ja, eigentlich kann Einfell nicht so viel machen, ne? Das muss eigentlich wieder rausgehen. Mit 5-5. So, Prince geht zuerst raus. Und da kommt Uranus. Und Uranus kann jetzt Egelsamen drücken. So, da kommt der Wunschtraum, genau. So, jetzt könnte Pia rausgehen zu dem Rotom. Den Wunschtraum abzukriegen. So, ein Fell geht raus. Ja, da kommt der Backofen. Jetzt kommen wieder die Tarnsteine. So, was wird Akira machen? Der Backofen ist vollgeheilt. Jetzt könnte man auf den Hitzekoller gehen. Bolt. So, da kommt der Hitzekoller und der macht auf jeden Fall mehr als 50%. One Hit, ja. Hier ist es vielleicht ein Wahlglas-Set. So, Prince kann wieder auf Toxin gehen. So, Backofen geht raus. Und raus zu einem Fairy. Ja. Um wieder das Auflockern zu drücken. So, Choice, nee. Kein Choice-Packs. Ganz normale Schallwelle macht super wenig. Hier wäre ein Gedankenwechsel auch gar nicht so schlecht. Gut, wir haben gesehen, der Schallwelle. Toxin. So, es kommt erstmal Auflockern von Lorges. Und nochmal die Schallwelle. Ja, der Schaden. Ja, 25-30%. Aber jetzt kommt wahrscheinlich wieder ein Wunschtraum. Jetzt müsste eigentlich Pia rausgehen, wenn sie noch ihr ein Fairy behalten möchte. So, was macht Pia? Sie spricht den Wunschtraum aus. So, jetzt kommt. Oh, eigener Wunschtraum. Warum geht Prince hier auf Wunschtraum? Jetzt hatte Akira die Chance, dieses Ding rauszunehmen. Mit Schallwelle plus Gift. Oder? Okay, ein Fairy geht zurück. Ja, jetzt kriegt der Backo wieder volle KP. Aber Prince geht auch raus. Um was? Um Maya voll zu heilen. Okay, das war der Plan. Ja, voll heal. Aber Maya geht zurück. Weil sie Angst hat vor dem Wahlschal Backofen, glaube ich. Wir haben bisher nur immer eine Attacke gesehen. Entweder nur Voltwechsel oder nur Back hier. Hitzekoller. Also kann das Ding wohl Wahlschal sein. Killaby gegen Prince. Reicht ein Gift-Hieb? Prince ist sehr defensiv. Aber hier kommt der Double. Und Backofen. Okay. Geht raus zu Uranus. Ja. Der Double ist aufgegangen. Jetzt kriegt Backofen einen Free-Angriff raus. So, da geht Akira erstmal auf Schutzschild, um zu gucken, worauf sich dieses Ding lockt. Und es ist der Hitzekoller. Bedeutet, Hydreigon wäre gut. Okay, okay. Uranus wird abgeworfen. So, wie will Akira hier antworten? Und zwar mit Maya. Ja, Maya kann jetzt Gift heben. So, da kommt ein Fairy. Ja, wird abgeworfen. Oh, Catherine, okay. Ja, das reicht. Jetzt sieht es wieder besser aus für Pia, aber nicht so gut für Akira. So, da kommt Hydreigon, das wahrscheinlich den Wahlschal hat. Und hier kann der
Big King rein. Der war auch na, doppelt Wahlscheiß, das erlaubt hier in der Arena Latterburg. So, das ist jetzt ein Eissplitter und der macht ja, fast 50%. Jetzt ne? Kein Draco oder sowas. Maya kommt wieder. Und Maya sollte auch speeden. So, da kommt der Eissplitter, sollte nicht killen. Okay, und da kommt die Kehrtwunde. Ja, reicht nicht ganz. Und wieder Hydreigon. So. Kommt jetzt der Dragonpulse? Oder der Draco oder was? Okay, Kapufal ist noch da, deshalb ist der Dragonpulse nicht ganz so geil. Insta-Aura, ja, ist neutral. Und Kapufala. Okay. Geht raus zu Prince. So, jetzt kommt eine Mondgewalt wahrscheinlich. Ja. Stab Mondgewalt von Kapufala. Sollte wehtun. Sollte eigentlich, dachte ich. So. Jetzt kann wieder Toxin kommen. Der Backofen. Okay, Schallwelle. So, jetzt, was jetzt? Hitzekoller? Na, ob das ausreicht? Oder Donnerblitz? Den sollte Prince noch tanken. Also, wäre Wunschtraum nicht besser? Jetzt wird der nächste Donnerblitz reichen. Okay, Prince wird zurückgerufen, in Donnerblitz gedingst, eingewechselt. Ein Dragon, ja. Hier wahrscheinlich Walschall gegen Walschall. Und Hydreigon sollte outspeeden. Man kann es einfach auf eine. Windstauer gehen, dachte ich. Oh gut, jetzt kommt noch ein Donnerblitz. Und Maya. Ah, Maya wäre noch wichtig gewesen, aber hätte Rotom auch nicht outspeedet. Tja, leider tankt es Maya nicht mehr. Und bei 80 Spezialdefensive. 65 KP. Ja, jetzt haben wir nur noch Hydreigon. Was jetzt blinchen muss. Aber es reicht auch so. So, da kommt Big King, ja, und der hat die Prio. So, steht 3-2. Eissplitter kommt. So, welches Pokémon hat Akira noch? Und es ist Prince. Ja, Prince ist low life, ne? Und da wird ein ganz normales Erdbeben reichen. Da kommt das Erdbeben. Und da sollte ein GG sein. Das heißt, dass dass Pia der neue Champ ist. Ja. Pia ist der neue Champ. Also auf Discord heißt sie Pascal Rose Asche. Ja, und wer jetzt gegen Akira, gegen Pia kämpfen möchte, muss jetzt Pia herausfordern, um dann Champ zu werden. Ja, das war auf jeden Fall ein gutes Battle. Mit ein paar guten Doubles von Pia. Und ja. Ein Pokémon nach dem anderen ging langsam down und ja, beide hatten Mega Bibor. Wir haben keine großartigen Setups gesehen. Also keinen Drachentanz, keinen Schwertanz, kein irgendwas anderes. Aber gut. So, das war's mit der Arenaleiterburg. Ich werde dann demnächst weitere Champ-Kämpfe hochladen. Oder spannende Battles. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video Daumen nach oben. Abonniert den Kanal für weitere Videos und ihr findet den Link zu dem Turnier oder zur Arena Leiterburg in der Videobeschreibung. Okay Leute, dann danke ich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!